Wir sind zu Gast in Anfield. So weit, so gut. Aber die schlechte Nachricht ist, es regnet. Ich bin Wolf Fuß, zusammen mit Frank Buschmann darf ich Sie durch dieses Spiel begleiten. Und wir freuen uns heute auf ein Spiel aus der Premier League. Liverpool gegen Brighton & Hove Albion. Das ist ein Spiel, das die Fans regelmäßig elektrisiert, das sie begeistert und auch für mich eine sehr, sehr interessante Partie. Hier ist die Aufstellung von Liverpool. Im Tor ist Alisson. Virgil van Dijk spielt mit Joel Matip in der Verteidigung. Thiago Alcantara steht mit Fabinho im Mittelfeld. Und der einzige Stürmer ist zunächst mal Diogo Jota. Brighton & Hove Albion hat sich für diese Aufstellung entschieden. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Liverpool ist einer der klangvollsten Namen überhaupt im Weltfußball. Auch wenn man die großen Titel zuletzt eher selten holen konnte. Aber das kann sich auch wieder ändern, Wolf. Die Reds haben einen mächtig starken Kader zusammen, haben einen tollen Trainer. Ich finde es sehr spannend, was da gerade passiert. Die Reds haben Anstoß. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Diogo Jota. Ja, das war nix. Also ein Volley ist auch immer ein großes Risiko, da muss schon alles stimmen, das war hier nicht der Fall. Das macht er gut. Könnte gefährlich werden. Guter Steilpass. Gute Aktion jetzt. Toller Zweikampf. Nicht das Tor. Und da sehen wir, so ein harter Schuss ist nicht immer die beste Lösung. Absolut. Mehr Gefühl, dann kann es hier klingeln. Schiedsrichter lässt laufen. Vorteil. Vielleicht können Sie das jetzt nutzen. Wir sind noch früh im Spiel. Da reicht Freistoß auf jeden Fall. Hier muss er nicht auch noch eine Karte zeigen. Da kann er erst mal klären. Fairer Einsatz hier. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Thiago, schöner Pass. Mohamed Salah am Ball. Da ist er zu früh losgelaufen. War nicht zu übersehen, abseits. Und da pfeifen sie die gute Chance ab. Aber das war abseits, wenn auch knapp. Es gibt Einwurf nach diesem guten Zweikampf. Ball im Aus. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Da ist die Chance. Jetzt müssen wir genau hinschauen. Ein tolles Tor. Absolut, Wolf. Das war überragend, wie sie da ihr Tempo ausspielen, wie sie umschalten, wie sie die Lücke erkennen und dann auch nutzen. Klasse. Wir schauen uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball.
Jetzt der Steilpass. Überragendes Tor. Drin ist der Ball. Damit hat hier niemand gerechnet. Absoluter Zauberfußball. Ich glaube, da müssen wir uns erstmal die Zeitlupe angucken, um zu verstehen, was da eigentlich vor sich gegangen ist. Super Treffer. Was für eine Technik. Was der alles drauf hat am Ball. Wir haben es wieder gesehen. Ein herrliches Tor. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch.